Neuer Tag, neues Glück, Tag 3. Ich habe mir jetzt die Reparaturhandbuch oder das Reparaturhandbuch mal runtergeladen und laut dem muss dieser Motorhalter einmal ab, dann soll das Ding einmal ab und dann soll man wohl hier oben an die Schrauben kommen. Das muss auch oder soll auch alles abgebaut werden hier, der ganze Mist. Und dann kann man von hier vorne irgendwie wohl an die Schrauben kommen. So steht es geschrieben. Aber vorstellen kann ich es mir immer noch nicht. Das wäre ja der Burner, wenn man das alles hier vorne rum abbauen müsste, oder? Naja, gut. Dann gucken wir mal, ob wir da zur Rande kommen, so, ob wir das abkriegen. Also der ganze Norek hier soll laut Reparaturbuch, das man online runterladen kann, auch entfernt werden hier alles. Das ist natürlich der Burner, ne? Sind hier überall Schrauben, Schläuche, die müssen natürlich alle abgeklemmt werden. Jetzt muss man mal gucken, ob man da so beikommt, würde ich sagen. Das ist so eine kackenge Kiste, aber ich glaube nicht, dass man hier am Thermostat vorbeikommt, weil wenn ich hier reingucke, ist der hier ja im Wege. Sieht man meinen Finger da unten? Wahrscheinlich nicht. Und das ist dann natürlich mal richtig doof, würde ich mal so behaupten. Die Schraube, und das sieht man, da laufen jetzt Schläuche her. Die enden hier oben irgendwo drinne. Die sind von irgendwas, auch immer das ist, weiß ich jetzt nicht. Der geht nach da unten irgendwo, ein Ablauf oder Wasserbehälter, da geht der hier drauf. Der hier jetzt da unten herläuft, dieser hier. Das muss halt alles erstmal weg, sonst kommt man da nicht bei. Gut, ich werde mein Glück mal versuchen, ob ich dem da Herr werde. Und auf dem zweiten Bild sind Schrauben, dass man einmal von hier und einmal von hier auch drankommen soll. Also hier zwischen. Einmal da, einmal da, einmal da, einmal da. Aber dann passt das alles nicht, so wie es jetzt eingebaut ist. Ist schon komisch. Gut, und hier ist so eine Gummilitze irgendwie runter. Kann man ja zurückschieben. Es wird ein Wasserschutz sein, vermute ich mal. Das ist der Schraubzug. Den kann man natürlich aushaken. Logo. Naja, gucken wir mal. Gut, ich werde jetzt oben anfangen mit den Zündspulen, so heißen sie, glaube ich. Diese hier. 1, 2, 3, 4 Schrauben. Dann sind die wahrscheinlich lose und dann gucken wir mal weiter. Jetzt muss ich mal gucken. Ich vermute mal, dass das so eine Art 10 ist. Schlüsselgröße. Jetzt nehme ich mir den einmal. Komm her, den, den und den. Das ist 10. Dann gucken wir mal, dass wir hier zu Rande kommen. Einmal. Also fest sind sie die, ja. Jetzt muss ich gucken. Die ist lose hier, auch nicht normal. Gucken wir hier mal, die ist auch lose, also Zündspulen sind schon mal lose, also das ist komisch. So, lösen, einmal, hier geblieben, einmal hier drauf so lange, dann nehmen wir die. Da muss ich mir wieder eine Tüte holen. Komm her. Ist auch ein bisschen frisch heute. Gestern hatte ich keinen Bock, hat geregnet wie Hulle. Also muss ich heute weitermachen. Kann man ja nur machen, wenn es trocken ist. Und wenn es zu kalt wird, muss ich halt in die Garage gehen. So, jetzt hole ich mir mal eben ein Tütchen und sage bis gleich. Und da haben wir ein Tütchen. Paar mehr. Jetzt tun wir die Schräubchen von den Zündspulen
mal dort rein, einmal, zweimal, dreimal, einmal ablegen. So, jetzt habe ich hier Kabel. Jetzt tue ich die mal gucken, ob ich die angehoben bekomme. Ja, schon mal gut. Jetzt muss ich mir hier aber ein Bild machen, wie welcher Stecker wo drauf kommt. Da muss ich mir mein Fotoapparat mal beiholen, da ich sehe, wie das hier gehangen hat. Da muss ich einmal die Knipse haben. Moment. So, habe ich. Jetzt tue ich mir das mal eben fotografieren. Obwohl, mal eben beschriften. Gut, hier schreibe ich jetzt einmal links und einmal rechts. Ich hoffe, der Edding schreibt noch. Rechts, links. Gut, können wir hier auch noch mal machen. So, dann kommen wir da auch nicht durcheinander mit. Einmal fotografieren. Gut, und die auch einmal. Dann weiß man auch, wo die Stecker hinkommen. Muss ich nur gucken, dass ich den Buchstaben mit drauf kriege. Ja. Gut, erledigt. Einmal aus. Einmal auf die Fensterbank. So, Handschuh, da ist er. Einmal weg, einmal weg. Alles schön in Ruhe machen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir die hier abgezogen bekommen. Einmal. Bisschen schwergängig. Na komm. Haben sich etwas zickelig. So, dann die Seite. Einmal, zweimal. So haben wir. Jetzt haben wir hier das Gummi, was ich vorhin erwähnte. Das ist bloß hier reingeklemmt, so wie es aussieht. Hängt einmal hier drunter unter dem Rüssel, Kreuz und einmal hier Kreuz. So, jetzt muss ich gucken, ob ich die Zündspule eventuell so lassen kann. Das weiß ich noch nicht. Also habe ich jetzt Spiel erstmal und bin zufrieden. Jetzt gucke ich mal, dass wir das alles abbekommen hier. Ein Schlauch. Jetzt haben wir hier noch einen Schlauch. Da ist eine Spange dran. Hier nicht. Verstehe ich nicht, warum das so ist. Einmal fehlt eine, einmal nicht. Müsste man sich mal besorgen. Mehr. Ich weiß auch nicht, ob es Wasserschläuche sind. Vorsichtig drehen. Komm her. Zack, wäre auch ab. Spange nach hinten schieben. Hier ist keine. Gut. So, jetzt sehe ich hier schon mal etwas mehr. Jetzt haben wir hier Kreuzschraube, so wie das aussieht. Hole ich mir mal, da ist er. Gucken, ob der passt, sonst muss ich mir einen anderen ordern. Funktioniert. Einmal rausdrehen. Auf die Tüte muss ich mir jetzt gleich Zündspule schreiben, ganz wichtig. So, jetzt gucke ich mal. Das ist so eine Schraube. Einmal ablegen. Die auch einmal raus. Komm her. Einmal hoch. Zweimal. So, jetzt schreibe ich mir auf die Tüte erstmal Zündspule drauf. Diese hier.
kleinen Knoten rein, auf die Seite legen und ja, ich halte dann die Kamera mal eben so lange an. Also hier kommen die schwarzen Schrauben rein, diese hier, die ich hier rausgedreht habe. Und auf der anderen Seite die zweite, die tue ich dann auch in die Tüte und auf Seite legen. Aber bis jetzt passiert hier noch gar nichts. Der wackelt nur, muss man mal gucken, dann ist der wahrscheinlich von vorne noch geschraubt. Ich meine, ich hätte in dem Buch auch was gesehen. Gucken wir gleich mal. Bis gleich. So, ich habe mir hier so Klebestreifen geholt, habe ich jetzt hier drauf geklebt. Und ja, dann kommt man auch nicht durcheinander. So, dann werde ich jetzt mal versuchen, den Halter abzumachen. Vielleicht komme ich dann von da irgendwie dran. Laut der Beschreibung soll man den abmachen, das angeblich auch, aber ich finde das irrsinnig, weil hier hinter hängt das Ding vergossen auf dem Zylinder. Da würde ich hier sowieso nicht vorbeikommen. Ich probiere das jetzt erstmal hier drüber. Jetzt muss ich mal gucken, was das ist. Was habe ich jetzt hier? 12er. 12 passt. Die ist größer. Was haben wir da? Ich nehme mal 14, die nächste. Mal gucken. 14 passt. Sieht gut aus. Und 12 passt auch gut. Ratscheeimer. Wo ist sie? Mit Verlängerung klein. Wo ist sie? Da. Mal rein. Fest und einmal los. Und die werden mit 45 Newtonmetern wieder angezogen. Da gucken wir mal, lösen. Boah, die sind aber definitiv fester, würde ich sagen. Einmal. Durch. Einmal weg, nächsten, das sind auch keine 45, die sind total lose, ist ja krass. Warum werden die nicht richtig angeschraubt, verstehe ich nicht. So, komm her. Deine Gegenmutter, mal eben fühlen. Nö. Einmal lösen, bitte. So, komm her. Einmal raus. Hinstellen. Kann ich die mit der Hand drehen? Nö. Komm her. Zack. So, jetzt habe ich den Halter lose hier, ne? Genau. Jetzt gucke ich mal mit der Lampe rein, ob ich da was erkennen kann. Ihr werdet das jetzt nicht sehen. Also ich sehe nichts, dass ich da irgendwo dran käme. Dann brauche ich die Nuss mal eben. 12 einmal weg. Ist auch kein Loctite an den Schrauben. Jetzt nehme ich die und drehe die einmal raus. Alter. So. Weil ich habe ehrlich gesagt keine Böcke da, den ganzen Norek da oben rauszunehmen. Ich muss das mal gucken. Ich brauche doch bloß die zwei Schrauben da vom Dings abzubekommen. So, jetzt löst sich das hier. Zacker. Schlüssel einmal raus. Einmal eine Buchse. Schraube raus. Alles wieder rein. Buchse drüber. Die zwei Schrauben reinstecken. Hier geblieben. Buchse fällt wieder runter. So, jetzt legen wir das mal da hinten hin. So, jetzt versuche ich mal hier rein zu gucken, ob ich da was erkennen kann jetzt.
Also wenn ich jetzt, also eine Schraube sehe ich schon mal, das ist schon mal gut. Da würde ich drankommen, so wie es aussieht. Gut, aber an den anderen Zylinder würde ich, wie es aussieht, nicht drankommen. So, jetzt halte ich die Lampe mal. Ich versuche das mal so zu zeigen mit dem Teil hier. Also da, weiß nicht, ob man es erkennen kann. Da erkenne ich schon mal eine Schraube. Da ganz hinten sieht man die. Die kann ich lösen. Das müsste der zweite Zylinder sein. Oder dritte. Und hier vorne die. Ich weiß nicht, ob man sie sieht. Ich muss mal drücken, dass ein Bildschirm kommt. Einmal da. Und einmal da hinten. Gut, dann hole ich mir jetzt mal eben den Schraubendreher. So, ich habe jetzt viel probiert. Ich habe jetzt den Kupplungsbügel abgemacht. Habe hier jetzt diverse Verlängerungen, damit ich da hinten an die Schraube komme. Ich habe die jetzt aber schon lose, also es ist eine schwierige Nummer. Ich bin da auch mit dem Gelenk beigegangen, wenn ich ehrlich sein soll. Aber wir sind ja immer ehrlich. So, komm her. Da muss man aufpassen. Also die Schraube, die hier drin ist, die ist echt schon vernudelt ohne Ende. Und richtig fest war sie auch nicht. Also da hat jemand schon probiert. Aber sieht man ja, dass an den Vergasern einer dran war. So. Und im Prinzip, ihr geht hier durch und dann schräg hoch. Und da hinten ist ein Schlauch. Das kann man jetzt natürlich nicht erkennen. Und dann kommt man dahin. So, ich habe jetzt hier, um es mal zu verdeutlichen, den Aufsatz. Zwei kleine Verlängerungen. Eine lange, ein Gelenk hier und das habe ich mit Klebeband ummantelt, damit das ein bisschen starrer ist und nicht gleich immer so umknickt. Nur mal so zur Info und da kommt die hinten an die Schraube dran. So, die habe ich jetzt lose. Jetzt muss ich gucken, ob ich die hier vorne noch erwische. Und dann habe ich im Prinzip alle erreicht. Und gut ist das. Da ist jetzt die nächste. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Ich versuche das mal so zu halten. Habe ich so einen Schraubendreher hier. Da muss ich jetzt hin, da oben. Also hier direkt durch. Hier zwischen dem so schräg hier rüber. Dann komme ich auf die letzte, erste Schraube hier. Das mache ich jetzt auch mal eben, weil das ist mit Film echt schlecht. Weil man das total beschissen erkennt von hier. So, bis gleich. So, dann werde ich jetzt mal versuchen, die Schläuche hier abzubekommen, dass ich hier ein bisschen Freiraum bekomme. Und gucken wir mal, ob wir die abbekommen so. Jetzt brauche ich einmal die Handschuhe. Einmal hier. So. Gucken wir mal, einmal, zweimal, es gibt hier einen Stecker drauf, da fällt eine Spange runter, die kommt ja hier hin, so, gut, ab, dann gucke ich, dass ich diesen hier gelöst bekomme. Drehende Bewegung. Auch ab. So. Wunderbar. Jetzt tue ich den mal auf die Seite. Jetzt kann ich hier schon viel mehr sehen. Jetzt muss ich gucken, dass ich, da unten ist schon ein Schlauch kaputt, sehe ich gerade. Den könnte man zur Not verlängern. Ich würde sagen, das geht hier drauf, zur Pumpe, zum Filter. Jetzt fällt das Ding schon wieder runter. Ich kriege ein Bömmelchen hier. So, gut, habe ich. Einmal raus. Jetzt tue ich die Spangen mal nach hinten, dass die nicht abhanden kommen. So, komm her.
So, jetzt haben wir hier einen Schlauch und dort einen Schlauch. Ich sage, ich weiß gar nicht, wie man da unten an die ganzen Schläuche kommen will. Ist ja Wahnsinn. So. Aber der muss ab hier, so wie es aussieht. Da komme ich nicht drum rum. Ich hole mir mal eben eine. So, jetzt werde ich da ein bisschen WD-40 dran sprühen. Dass der in der Hoffnung sich dann besser rausnehmen oder rausziehen lässt. Muss ich mal gucken, dass wir das so hinbekommen. Jetzt muss ich gucken, wo ich hin muss. Ich gehe mal hier durch. Einfach dahinter sprühen, probieren. Läuft von selber runter, würde ich sagen. So, einmal weg, ein bisschen wirken lassen. So, dann, bevor ich das mache, müssen wir diesen Stecker hier noch abmachen. Einmal entriegeln. Komm her. Einmal hier rein, zack. Ah, geht ja einfach. So, den habe ich. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich mit dem hier oben rumkomme. Nicht, dass ich mir den abquetsche. Gucke ich mal. Zack. So, jetzt habe ich den oben. Gut. An die Schläuche ist schlecht dran zu kommen. Den wollte ich noch abziehen hier. Das mache ich jetzt eben. Pinzette erstmal auf Seite. Beide. So. Sprengringzange habe ich liegen. So, Handschuh an. Dann schauen wir mal, dass wir die herausbekommen. So, einmal ein bisschen gucken hier. Auch richtig lose, wenn ich ehrlich sein soll. Fest ist was anderes. So, gucken wir mal, ob wir ihn abgezogen bekommen. Vorsichtig natürlich. Einmal peu à peu erstmal lösen. Und denkt dran, das ist Alu. Das bricht bei zu viel Widerstand ganz schnell auch kaputt. Leider Gottes. So, komm her. So, ab. Auch ab. Einmal weglegen. So, den haben wir auch lose. Gut. Von da unten, da geht der irgendwo anders hin. Wohin weiß ich nicht. Da kann ich für mich jetzt so nicht sehen. Jetzt habe ich hier einen Schlauch, den ich mir abquetschen könnte. Ich weiß nicht, wo der hingeht. Mal gucken, wo der überhaupt herläuft. Der läuft hier oben her. Wo geht denn der hin? Gucken wir mal. Moment. Der geht hier oben irgendwo hin. Mal eben schauen. Der geht hier oben irgendwie unter den Bautenzug hier. Ups, einmal rein. Da geht er einmal her. Jetzt muss ich erstmal Kreuzschraube nehmen, Schraubendreher, und hier einmal den Schokzug öffnen und lösen. Einmal rum. Also der Akt ist schwieriger wie bei meiner. Irgendwann habe ich meine 900er, da war genau sowas, aber noch ein bisschen einfacher. So, jetzt hier die Schraube lösen. Einmal.
gucken, wie weit der Zug offen ist. Ob ich den rauskriege. Ja. So, einmal Zange weg. Zündspule anheben. So, jetzt hängt das Gummi. Jetzt müsste ich den eigentlich so rausbekommen, den Zug. Moment, da ist er. So, Gaszug bzw. Schokzug auch lose. Jetzt tue ich die Schraube erstmal wieder festziehen, dass mir die hier nicht verloren geht. So, komm her. Hand fest, gut. Ich versuche die mal eben zu zeigen. Auf dem Kamerabild wird die nicht gut sichtbar sein. Also die Schraube lösen, Zündspule hier, die lose drin liegt. Einmal hier den Zug raus, hier oben ist ein Schlitz und dann kann man den hier auf die Seite legen. Das ist für den Choke. Gut, dann das Ding wieder auf die Mütze. Und da muss ich jetzt gucken, ob ich den hier rausgeörgelt bekomme irgendwie. Muss ja rausgehen. Und hier laufen natürlich Schläuche ohne Ende. Hier. Da ist einer schon leicht angebrochen. Die sind wahrscheinlich knüppelhart. Ich weiß jetzt nicht, wofür sie sind hier, diese Schläuche. Unterdruck weiß ich nicht. So, jetzt gucke ich mal, ob ich hier am Vergaser was machen kann. Wo geht denn der hin? Der geht auf den Wasserbehälter, dieser hier. Einmal Wasserbehälter. Jetzt gucke ich mal einmal rüber. Also hier muss man auch aufpassen wie Hulle. Einmal Lampe an. Da sind die Dinger vom Thermostat drauf, die Stecker hier. Einmal. Der geht oben rein. Da muss man aufpassen wie Hölle, dass einem der hier nicht abreißt. Dieser hier, das ist eine enge Kiste hier. Jetzt muss ich mal eben was gucken. Das ist bloß die Halterung von der Dingens, weil da eine Schraube ersichtlich ist. So, dann bin ich jetzt guter Hoffnung, dass der jetzt kommt. Der wird natürlich schwierig kommen, vermute ich mal. Wir probieren unser Glück. Zange alles einmal weg. Einmal ablegen. So, dann muss ich jetzt schauen, dass ich den irgendwie rausbekomme oder rausgezogen bekomme. Jetzt gucke ich mal hier, den lege ich mir mal hier hin. So, dann gucke ich mal, ob ich den rausbekomme irgendwie. Ist natürlich bei der Version hier echt doof, den zu packen, wenn ich ehrlich sein soll. Das tue ich jetzt mal hier drüber wieder. Geht das Kabel irgendwo hin? Nein. Auch nicht. Also da müsste ich, wenn ich den hochziehe, normal so vorbeikommen. Jetzt gucke ich mal. Das kann ich auch mal eben abmachen. Wenn der abgeht. Komm her. Irgendwas mit Wasser, so sieht das aus. So, jetzt geht hier auch ein Stecker, ich weiß nicht, wo der hingeht. Kann man also auch nicht abziehen, so einfach ohne alles. Gut, der ist Gummi gelagert. Ich lasse ihn mal so hängen. So, dann ist der erstmal so aus dem Weg. Jetzt ist mir der hier einmal runtergefallen, da müssen wir uns natürlich merken, dass der hier irgendwie hing und nach oben ging. Hoffentlich vergesse ich das nicht. Werden ein paar Tage vergehen. So, jetzt gucke ich mal. Steht auch auf dem Hauptständer, ob ich den gezogen bekomme. Drunter packen irgendwie. Nein. Also der möchte nicht. Definitiv nicht. Das ist aber
Also hier tut sich was. Wackeln tut er schon mal. Aber rauskommen will er noch nicht. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier ansetzen kann, dass ich den irgendwie hochbekomme. Ohne da großartig was zu vermacken. Lampe, Moment. Weil die hängen richtig fest in diesen Teilen drinne hier. Da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das irgendwie auf die Kette bekommen, ohne etwas zu verbiegen oder sonstiges. Also der ist gut saugend drinne. Das ist krass. Alles lose. Ich kann ja zur Not noch mal nachdrehen. Hier ist ja auch noch. Aber das ist alles gelöst. Komm mal her. Die sind alle so vernudelt. Da muss man gucken, dass man neue kriegt. Aber loser wie lose geht nicht. Ist halt so. Raus. Und hier kann man nirgendwo ansetzen zum Hebeln. Das ist natürlich doof. Unter das Gummi komme ich nicht, so wie es aussieht. Nur nicht hoffen, dass das irgendwie eine Art Plastik ist oder sowas. Das wäre nicht schön. Also hier der Ansaugstutzen selber, dass der aus Plastik ist oder so, kann ich hier ansetzen ohne Probleme. Also hier passiert ein bisschen, aber nicht viel. Das habe ich hier natürlich ziemlich weit an die Bank geschoben. Muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwo ansetzen kann, dass der kommt. Probieren geht über Studieren. Kommt da echt nicht bei so. Ist natürlich richtig doof. Hier ist der Motorblock, aber der muss kommen nochmal. Ist ja ein Ding, wenn es nicht so wäre, ne? Lose ist er. Da muss ich mir echt mal was einfallen lassen. Moment. So, Jungs. Also ich habe eine raus. Das war ein großer Akt. Ich habe mir hier Holzkeile gemacht. Verschiedene Dicken. Und habe die hier peu à peu hinter den Vergaser so gemacht. Immer ein Stück reingeschlagen. Hinten drauf natürlich nochmal Rostlöser. WD-40 heißt das Zeug. Ja, jetzt habe ich ihn raus, immer ein Stück reingeschlagen auf Zug und dann sieht man im Prinzip, wie er ganz, ganz langsam hochkommt. Und dann macht es einmal, je weiter man mit dem Gummihammer hier die Holzdinger reinhaut, immer so zwei übereinander, wisst ihr, einmal reintreiben, dann den nächsten reintreiben und so weiter. Da macht es plopp und dann ist er raus. Also ich habe den jetzt hier lose, jetzt muss ich nur den, wie heißt das, um das Standgas höher oder niedriger zu drehen, eben lösen hier mit einer 10er Nuss oder was das ist, den hier. Und dann jo, können wir die Batterie rausnehmen, Gaszug abmachen und gut ist das. Zündspulen habe ich rausgenommen vorsichtshalber, habe mir die Kabel auch beschriftet. 2 links, 1 links,
2 rechts, 1 rechts und so weiter. Kabel hier. So, dann tue ich jetzt hier die Zählerschraube eben lösen. Dafür brauche ich aber den Werkzeugkasten, aber ich räume jetzt erstmal eben ein bisschen auf, weil es gerade dunkel wird. Gut, jetzt muss ich mich spurten, dass ich das rausbekomme. Wo habe ich sie hingelegt? Ja, weil es wird dunkel. Einmal lösen. Komm her. Ja, weil ich muss ja unten auch noch Schläuche abmachen. So, jetzt müsste der Zug eigentlich kommen. Gleich irgendwann. Da ist er. So, da wäre er. Jetzt muss ich mal gucken, ob da Schraube. Das tue ich erstmal hier hin. So, jetzt gucke ich mal, ob ich den gleich abbekomme hier oder. So, den bekomme ich hier nicht raus. Ist eine Mutter drüber? Auch nicht. Gut, dann lasse ich es so. Dann gucke ich jetzt mal, ob ich den hier durchgefummelt bekomme gleich. Die Nuss mit Schlüssel. Jetzt muss ich mal eben schauen. Jo, da komme ich drum rum. Daran sollte es nicht hapern. Jo, kriegen wir hin. So. Jetzt tue ich mir den einmal hier durchdrücken irgendwie. Komm her. Vor der Benzinpumpe kommt der her. Jetzt muss ich mal eben schauen, ob ich die nicht ein Stück nach hinten bekomme hier. Die ist im Gummi. Die muss ich dann wahrscheinlich einmal nach hier wegziehen. Mal eben gucken. Ja. So, Filter ist ab. Dann tue ich den runterdrücken. Dann komme ich hier mit dem Zug auch besser. So, schlechte Nachrichten. Video hat nicht aufgenommen, wie ich die Gaszüge ausgebaut habe. Das werde ich dann beim nächsten Video zeigen. Dann zeige ich euch auch, wie der Vergaser aussieht. Ich habe mir jetzt auch nicht gesehen, weil es schon dunkel wurde. Ich habe leider nicht mitgekriegt, dass die Kamera mal wieder aus war. Und ist halt ärgerlich. Und ja, den Rest erkläre ich dann im Prinzip, wenn wieder gutes Wetter ist. Morgen soll es ja wieder plästern. Schauen wir mal. Dann melde ich mich jetzt erstmal wieder ab. Ciao.